Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Call of Duty Black Ops Cold War. Im letzten Part waren wir mal wieder in Vietnam. Die Operation Fractured Jaw. Allerdings sehen wir schon, wir haben schon mal ein paar neue Aufgaben. Mission optional. Zusätzlich zu deinen nächsten Missionen sind jetzt die optionalen Nebenmissionen Operation Rotsitz, Zirkus und Operation Chaos freigeschaltet. Und an der Beweiszahl verfügbar. Okay. Ja, nächste Mission ist ja. Ich glaube, Berlin. Ein Riss in der Mauer. Machen wir die anderen Missionen auch noch. Das sind beides Missionen von Mason. Theoretisch. Schwierig. Ich meine, ich glaube, man hält da eigentlich fast ein Beweisstück. Ja, Beweise brauchen, um den Aufenthalt von Persos, glaube ich, festzustellen. Falls mich nicht alles täuscht. Allerdings, so ganz habe ich da noch nicht durchblickt. Das heißt auch noch ein Beweis. Haben wir das schon alle? Schwierig. Der MI6 hat das letzte Jahr damit verbracht, eine Gruppe Sowjetagenten aufzuspüren, die in diverse europäische Regierungen eingeschleust wurden. Ich wollte dieses Gespräch gerade nicht überspringen, egal. Wahrscheinlich hier unten geht es um die Sowjets und hier oben geht's um Perseus. Einigte Staaten geht's da. Herhören, ein Ex-CIA-Agent, Robert Eldridge, ist übergelaufen. Langley glaubt, dass das Arschloch mit Perseus zusammenarbeitet, um einen Spionagering auf US-Gebiet zu etablieren. Wir haben... Verschlüsselte Diskette. Okay. Naja. Ich kann leider kein Russisch, von dem her kann ich da nichts ziffern. Der von Berlin aus operierende russische Gangster Anton Volkov. Ich habe mit Perseus in Verbindung, er muss sterben und ergriffen werden. Oder ergriffen werden, so. Ja. Schwierig. Ich weiß halt, wie gesagt, nicht, ob die halt irgendwie mit der Story zusammenhängen. Oder nicht. Ich meine, hier spielen wir wieder und selbst nicht Bell. Und da spielen wir halt in beiden Szenarien Mason, beziehungsweise Alex Mason so rum. Ja, ich meine, ich kann sowas mal mitnehmen. Und ja, starten wir einfach mal. Ich weiß nicht, was sind Schlüssel? Wenn wir den Schutz auf der Diskette entschlüsseln, können wir vielleicht den gesamten Spionagering ausschalten. Darum brauchen wir dich. Zeig, was du kannst. Okay. Was hatten wir hier?
Mason ins Quasimlabor.de geliefert hat, haben wir diese kodierte Nachricht bei ihm entdeckt. Wir glauben, dass sie für den US-Spionagering bestimmt ist. Aber noch konnten sie niemand entschlüsseln. Zeig ihnen, wie das geht. Ja, wie gesagt, ich kann weder Russisch noch irgendwie entschlüssel ich da irgendwas. Von dem her, schwierig. Ja, wir können die Mission mal starten, Operation Chaos. Vor der Eliminierung von Robert Edridge, die Verschlüsselung der Diskette nicht knackst, könnte seinem Spionagering entkommen. Wow. Ja, okay. Schwierig. Und was haben wir hier unten? Okay, da können wir unsere Verdächtige ansehen. In dieser Mission besondere Beweisstücke versteckt, die Hinweise auf mögliche Mitglieder des Spionagerings enthalten. Finnland, Deutschland, Österreich, Frankreich. Okay. Da vielleicht irgendein Hinweis? Nicht wirklich. Hier vielleicht. Bei dem Start der Mission musst du dich für drei Verdächtige entscheiden. Benutze das Menü Beweise und versuche in der Operation Roter Zirkus, um Informationen zu sammeln. Markiere schließlich über das Menü Verdächtige ansehen deine drei Verdächtigen. Moment, was? Vor dem Start der Mission musst du dich für drei Verdächtige entscheiden. In der Operation Roter Zirkus, um Informationen zu sammeln. Markiere anschließend über das Menü Verdächtige ansehen deine drei Verdächtigen. Ist ein bisschen komisch formuliert, aber okay. Ich soll drei Ziele auswählen, die vielleicht was mit dem Spionagering zu tun haben, vielleicht doch nicht. Recht viel mehr als ein Bild, Bursatum, Geschlecht und Reiseliste habe ich jetzt nicht. Ja, macht's natürlich nicht einfacher. Vielleicht überschneiden sich ja irgendwo die Standpunkte der Leute. Spanien, Deutschland, Frankreich. Spanien, Deutschland, England, Schottland. Okay, die überschneiden sich schon mal von den ersten zwei Daten. Er war auch in Deutschland. Aber nicht in Spanien. Danach war in Belgien, Dänemark und Bayern. Also Ost-Berlin, Ost-Berlin, Ost-Berlin. Amsterdam, Rom, Paris. In Paris war bisher noch keiner, Amsterdam auch nicht und Rom auch nicht. Krakau, Cambridge und Florence. Florenzo. Hier war auch keiner bisher. Okay, die war auch in Krakau. War allerdings auch in England. Moment, wer war noch in England? Da, ja. Okay, die haben auch zwei gleiche Daten. Da war sie noch in Ost-Berlin, aber zu einer anderen Zeit. Stockholm, Wien, Paris.
Helsinki, West-Berlin, Wien und Paris. Okay, die drei waren, also zwei und er waren gleichzeitig in Paris. Letzter Standpunkt heraus. Hilft uns leider nichts. Ja. Schwierig. Ich meine, ich würde auf jeden Fall einen von denen wählen, die in Paris waren. Dann würde ich, glaube, sie wählen und jawohl. Er will einfach alle Frauen. Die sich ja am ehesten überschneiden von den Daten. Der anderen. Oder? Wir müssen ja sowieso drei wählen. Und wenn wir halt drei Frauen wählen, ist es auch so blöd. Vor allem, wenn es nur drei Frauen hier gibt. Wir haben uns noch Beweise und suchen KGB-Profi von Verdam Rudnik. Europäische Kontaktinformationen des CIA zufolge kollaboriert. Der sowjetische Major war Verdam Rudnik. Schon seit Jahren mit Perseus, um Agenten in der politischen Infrastruktur Europas zu installieren. Rudnik ist offenbar der Kontakt für das Einschleusen von Agenten. Ihm auszuschalten wird also auch ein langfristiger Plan stören, den Perseus sich erdacht hat. Ja. Haben wir vielleicht hier noch irgendwo irgendwas behandeln? Ja, da komme ich halt nicht an Informationen. Eldritch. Robert Eldritch ist das Wort. Was ist das Szenario? Worst Case Szenario so rum. Die zentrale intelligente Agency. CIA, ein hervorragend ausgebildeter Agent, der seine Stärken aus Gier, Rachsucht oder einen grundlegenden Verschiebung der Weltbild heraus gegen die Organisationen des Landesrichters ihn verschafft haben. Ist das Gesetz, ist dies Grenze erstmal überschritten, gibt es kein Zurück mehr. Ihn auszuschalten ist der Weg, einzige Weg, um die Zukunftssicherheit der Nation zu gewährleisten. Wir könnten auch die Hauptmission weitermachen, aber ich glaube, ich mache Operation Roter Zirkus. Aber sonst noch, also diese Agenten können strategisch-politisch sein, um einen großen sowjetischen Plan für Europa zu realisieren. Vor kurzem haben wir bei der Operation Informationen. So. Der MI6 hat das letzte Jahr damit verbracht, eine Gruppe Sowjetagenten aufzuspüren, die in diverse europäische Regierungen eingeschleust wurden. Diese Agenten könnten strategisch positioniert sein, um einen größeren sowjetischen Plan für Europa zu realisieren.
Vor kurzem haben wir bei einer Operation Informationen über die Struktur der Gruppe erlangt. Sie wird von 3 nicht identifizierten Agenten geleitet. Ihr Betreuer ist der sowjetische Major Vadim Rudnik. Er wurde zuvor mit Perseus in Verbindung gebracht. Wir haben Rudniks Position und können vorgehen. Aber wenn wir nicht vorher seine 3 leitenden Agenten identifizieren, riskieren wir, nicht alle eingeschleusten Agenten zu erwischen. Schau dir die Liste mit Verdächtigen hier an. Beweise, die du bei Missionen findest, helfen die 3 Agenten zu identifizieren. Wir sollten rausfinden, wer sie sind, bevor wir gegen Rudnik vorgehen. Okay. Heißt, da kann ich eigentlich auch nichts machen, wenn man es genau nimmt. Ja, vielleicht sollte ich doch lieber die Story fortsetzen, bevor ich jetzt hier irgendwas verhau. Und ja, sollte einfach sein. Statt mir was durch. Beziehungsweise die Hauptmission. Volkov ist der Anführer der russischen Mafia, die sich nach dem Bau der Mauer in Ost-Berlin breit gemacht hat. Der Kerl hat Beziehungen zu Kartellen in ganz Europa und Amerika. Ihn zu neutralisieren schadet nicht nur Perseus, sondern dem Syndikat weltweit. Er ist ein großer Fisch. Und hier ist unser kleiner Fisch. Franz Kraus. Laut MI6 einer von Volkovs Informationskurieren. Er hat für morgen Abend eine Übergabe mit Volkov vereinbart. Wir gelangen mit der U-Bahn nach Ost-Berlin. Eine verlassene Haltestelle auf der anderen Seite der Mauer ist unser Zugangspunkt. Wir beobachten Kraus, sobald er die Stadt betritt. Wenn Volkov sich blicken lässt, wird er getötet oder festgenommen. Okay, aber natürlich für Informationen sollten wir ihn lieber festnehmen. Zug abbremst, springen wir beide ab. Park, Lazar, ihr fahrt noch weiter. Bell und ich finden Kraus. Okay. Der Zug bremst ab. An die Arbeit. Natürlich. Okay, und los geht's. Ich wollte gerade sagen, es ist eigentlich, glaube ich, keine gute Idee, hier rauszuspringen. Ostdeutsche Wachen patrouillieren noch diese verlassenen Stationen. Patrouille voraus. Wir können den Zug nutzen, um vorbeizuschleichen. Okay, hat ja gut funktioniert. Bewegung auf dem Bahnsteig. Die Scheißstiefel sind nutzlos. Ich friere mir die Füße ab. Schalten wir ihn lautlos aus. Vorsichtig. Schön langsam. Vorrücken. Wann ist die nächste Patrouille angesetzt? 15 Minuten. Gut. Ich muss mich setzen. Die Füße bringen mich um. Worüber wächst du dich auf? Du bist aber erst in 2 Stunden. Okay. Hat schon gut geklappt. Vor allem mit dem Zug. Hat keine Schüsse gehört. Ich arbeite für die Bahn. Ich suche eben meinen Ausweis. Das ist Sperrgebiet. Sie sind verhaftet. Runter auf den Boden. Halt, halt, halt. Beruhigen Sie sich. Wir finden da doch sicher eine Lösung. Jetzt! Was zum...
Sehr gut. Machen wir hier sauber. Natürlich. Kraus sollte bald am Kontrollpunkt sein. Gehen wir rauf aufs Dach. Okay. Allerdings will ich... Lazar, sind fast in Position. Verstanden. Okay. Na los, hier lang. Wir haben gerade ein bisschen Druck, scheinbar. Sonst würde ich den Part an dieser Stelle auch schon beenden. Vorsicht, Scheinwerfer! Okay, dann geht der Part halt ein bisschen länger. Eins muss man ihnen lassen. Abriegeln können sie. Ah, schauen sie ja gerade nicht. Behalte den Kontrollpunkt im Auge. Kraus kann jeden Moment dort sein. Such Kraus mit deiner Kamera. Verdammt! Kontrollen sind noch schärfer als sonst. Wenn sie Kraus festhalten, verpasst er sein Treffen mit Volkov. Beim Kontrollpunkt. Der mit dem Aktenkoffer. Ist er das? Gute Arbeit. Das ist er. Das ist Kraus. Okay, schauen wir da hin will. Mir nach. Park, Kraus hat eben die Mauer passiert. Statusbericht. Lazar beim Evakuierungspunkt. Wir warten auf euch. Verstanden. Angeblich trifft Kraus Volkov in der Kneipe über die Straße. Hudsons Informantin ist drin, hat einen blauen Schirm bei sich. Ich behalte die Straße im Auge. Okay. Allerdings, bevor ich jetzt weitermachen, werde ich den Part an dieser Stelle auch schon überwinden. Ich danke euch fürs Zusehen. Lasst mir wertschön, dass es euch gefallen hat. Wenn nicht, das könnt ihr euch gerne noch ein Abo da lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Call of Duty Black Ops Cold War wieder.